Radarstation zu die Berge auf, hier am Stausee vorbei. Muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt mittlerweile, es wird langweiliger. So, Leute, willkommen zu dem Video. Heute geht es mal darum, was ich im letzten Video auch gesprochen habe. Wo wir heuer euch hiervon werden. Dann werde ich im nächsten Video einfach mal ein bisschen was erzählen, was im Hintergrund schon alles in Planung ist. Voice crack. Und zwar werden wir heuer keine ganze Woche wegfahren, sondern das werden 3 Wochenenden werden oder 3 verlängerte Wochenenden. Und zwar, es geht heuer 2-mal nach Italien und 1-mal nach Slowenien. Und zwar fahren wir im Juni und August fahren wir nach Italien, Obi. Und September fahren wir nach Slowenien. Gebucht ist schon alles. Ich habe mich im Internet mal ein bisschen kundig gemacht. Und zwar, ich habe mal auf 2 oder 3 verschiedene Webseiten durchgelesen gehabt, wo man da überall fahren kann. Weil es wird nämlich, wenn es geht, hoffentlich, wenn in der Zwischenzeit nichts gesperrt wird unten oder sich irgendwas ändert, haben wir geplant, dass wir heuer ein bisschen Offroad in Italien fahren wollen. Habe ich mir ein bisschen was ausgesucht gehabt. Haben das aber Schmankerl, was dabei haben. Oder was ich jetzt nie so oft im Internet gesehen habe, das ist eher mehr so, ja, versteckte Tourenhandes. Da kann es sein, dass die irgendwie wöchentlich oder wenn es da unten geregnet hat, dass die dann überflutet werden, weggeschwemmt werden. Keine Ahnung, dass die dann gesperrt haben. Auf alle Fälle müssen wir dort anschauen. Und hoffentlich ist das Wetter auch schön, wenn wir da runterfahren. Das einzige Manko, sag ich mal, oder wo sich der Tommy vielleicht noch rantasten müsste, wäre, er fährt mit seiner Supermoto mit. Das wird auf alle Fälle auch wieder sehr interessant, wie er das Ganze meistert. Da werden wir, glaube ich, das Ganze wieder so aufteilen. Da machen wir es dann so wie bei den letzten Motovlogs, wo wir in Italien waren. Einen Tag mache ich ein Video, einen Tag macht er ein Video. Gebucht ist schon alles und auch Übernachtung ist auf einer Alm, was wir uns gebucht haben, wo eine keine geteerte, aber öffentliche Straße aufgeht. Das ist eigentlich dann recht cool, weil es genau auf der Strecke liegt. Wir haben uns die Hotels auch so ausgesucht, dass die ja streckennah haben, dass wir da jetzt keine großen Umwege fahren müssen. Seid ihr mal gespannt? Ich bin selber gespannt, ob wir da die Wege auch finden, weil wie gesagt, die haben ein bisschen versteckt und die, glaube ich, kennt auch nicht jeder, was ich herausgelesen habe. Das ist ob es Teil vom TED ist, keine Ahnung. Das sind eher mehr so unbekannte Offroad-Straßen, sage ich mal. So, wir schauen jetzt mal einen Reifendruck nach. So, Reifendruck haben wir nachgeschaut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Unterkünfte. Und zwar einmal schlafen wir auf einer Alm und die restlichen Hotels für, ich glaube, keine Ahnung, 50er, für 30, 40 Euro die Nacht. Ja, es muss jetzt nichts Besonderes sein. Es ist halt nur einmal übernachten und dann geht es am nächsten Tag eh weiter. Genau, aber auf alle Fälle Italien wird 2-mal Offroad zum Seng sein, was wir uns erhofft haben, was wir geplant haben. Hoffentlich spielt auch das Wetter mit. Heute auch ein bisschen kalt, Ende April. Es ist einfach, es kehrt der Sommer her. Das war jetzt Italien und Slowenien. Da werden wir eher mehr Stross unterwegs sein. Da habe ich jetzt Offroad technisch nichts gefunden gehabt. Aber da habe ich mir auch ein paar Strecken ausgesucht oder Location, was vielleicht der ein oder andere kennt oder kennen wird von gewissen anderen Personen im Internet. Moni, dass das kein unbekannter Fleck ist. Das habe ich aber auch durch Zufall gefunden. Keine Ahnung, wann dann dort das jeweilige Video kommt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, Sommer, im Herbst vielleicht, dass die mal langsam erscheinen werden. Das wird dann allerdings noch ein bisschen dauern. Genau, was haben wir sonst geplant? Nur ein paar Tagestouren. Was wir noch vorhaben, nach Österreich am neuen Tag. Genau, nach Österreich haben wir uns ein paar Sachen ausgesucht oder einfach mal, ja, ein bisschen nördlich von diesem Landkreis, dass wir mal ein bisschen weiter weg fahren. Einen Tag oder ein Wochenende spontan mal einhauen. Es ist auf alle Fälle die 3 Sachen, was wir jetzt gebucht haben. Das haben schon mal fix geplant und ansonsten einfach mal überraschen lassen. Genau, der ist der Plan für dieses Jahr und für nächstes Jahr. Ja, grobe Richtung haben wir uns da schon was ausgesucht gehabt. Da möchte ich aber jetzt auch nicht zu viel verraten, weil nächstes Jahr, das ist ja noch ewig lang hier. Da kann sich noch so viel ändern und da müssen wir dann auch mal schauen, wie wir das Ganze dann anstellen, was wir uns für nächstes Jahr im Kopf gesetzt haben. Aber wie gesagt, heuer nur die 3 Wochenende, weil es zeitlich privat und andere Sachen ist schwierig, dass wir uns da eine Woche einhauen können, wo wir dann sagen, dass wir eine komplette Woche wegfahren. Und warum wir überhaupt auf die Idee gekommen haben, dass wir jetzt einmal ein bisschen weiter wegfahren oder mal die Wochenendtouren machen. Das ist einfach, jetzt kann ich aber allerdings nur für mich sprechen, seitdem ich in Italien war oder als ich das erste Mal in Italien war, vor 2 Jahren, wo wir das YouTube-Ding noch nicht gehabt haben und dann eben gesagt, wie letztes Jahr,
da muss ich ehrlich sagen, da macht man es vorne im Ausland viel, viel mehr Spaß wie in Deutschland. Weil, ja, oder was heißt viel mehr Spaß wie in Deutschland? Es ist einfach mal ein bisschen was Neues sehen. Und jetzt hier, ich sage mal, im Talkessel, da kenne ich ja euch schon. Da muss ich ehrlich sagen, da reizt mir das eher weniger, dass sie jetzt jeden Tag die gleichen Strecken vor, nichts Neues. Und Italien, das war das erste Mal der absolute Hammer. Dann letztes Jahr war auch super geil, was wir da alles gesehen haben. Radarstation, zu die Berge auf, am Stausee vorbei. Muss ich ehrlich sagen, ist schon ziemlich geiler, wie wenn ich jetzt sage, ja, ich fahre jetzt eine Scheibe nur hier. Finde ich jetzt mittlerweile, es wird langweiliger. Und da hat es mir auch irgendwie gepackt gehabt, das Adventure-Fieber, sage ich einmal. Deswegen wie vor 2 oder 3 Jahren, wo ich mit die Tage, na, oder? Was letztes Jahr, vor 2 Jahren, wo ich mit die Tagestouren angefangen habe, muss ich ehrlich sagen, fühle ich, feiere ich viel mehr, wie wenn ich jetzt einfach hier ein Video mache und ja, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn du einfach ein bisschen was von der Welt siehst, wenn ich jetzt hier ein Video mache oder ich kann euch ja auch nichts sagen, wisst ihr, dann möchte ich zukünftig noch mehr mit dem Motorrad im Ausland unterwegs sein. Ja, Wochenendtouren, mehrere Mal schauen, aber wie gesagt, für heuer ist der Plan schon durch und nächstes Jahr überraschen lassen. Mal schauen, was kommt. Genau, was ich noch vergessen habe, heuer, wir werden uns nicht so wie letztes Jahr, haben wir uns ja einen Anhänger ausgeliehen gehabt, dass wir nach Italien Obi fahren. Aber bei den 3 Touren, wie gesagt, übers Wochenende einfach. Und da haben wir dann gesagt gehabt, dass wir mit dem Motorradeln von daheim gleich dann wegfahren. Das heißt dann, wir brauchen heuer Core-Anhänger. Da bin ich echt einmal gespannt. Vom Fahrkomfort oder von der Langzeit-Fahrkomfort, nenne ich es einmal, weil vor 2 Jahren bin ich mit der nämlich Gardasee Obi gefahren. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, ist schon gegangen, aber es war dann letztes Jahr mit dem Anhänger doch ein bisschen bequemer. Aber wie gesagt, da machen wir uns dann keinen Stress nieder. Ja, und jetzt kommt die Sonne aus hier, oder? Auch nicht schlecht. Aber das wollte ich einfach nur mal mitteilt haben, wie der aktuelle Plan ausschaut oder was vielleicht noch kommt auf dem Kanal oder was ihr auf dem Kanal noch zu erwarten habt. Sie muss für die Touren noch Zeigel besorgen, welche auch mitnehmen. Da wird bestimmt nur das ein oder andere noch dazukommen, was ich mal kauf. Hashtag Regenschutz. Und ansonsten schaut gerne mal die anderen Videos so von der Ausrüstung, was ich mal gekauft habe, wie im ersten Video auch schon gesagt. Dann war es das mit dem Video auch schon wieder. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like, Glocke aktivieren, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.